Moin Sinn und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Scrap Mechanic. Es geht darum, die Kurve fertig zu bauen. Und damit wir die Kurve fertig bauen, muss ich hier noch einen Block setzen. Und vor allem müssen wir hier nochmal den Abstand checken, denn ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Abstand hier passt. Ja, wartet mal, ich habe doch hier schon. Ne, genau, ich habe ja hier schon die, die Dings gesetzt. Hahaha, genau, das hat man in der letzten Folge noch geschafft. So, deswegen können wir jetzt hier gleich direkt weitermachen. Ich setze 16 Blöcke in diese Richtung. So. Und genau, jetzt wollten wir das ja so ein bisschen nach Schnauze machen. Das heißt, ich gehe mal hier so weit nach vorne. Und ziehe hier schon mal die Drehung an den Kontrollenski dran. Fallup. Und stelle hier eine Rotation von 15 Grad ein. 15 Grad. Und jetzt ist die Frage: Passt das? Passt das von den Abständen her? Moment, wir müssen hier noch diesen Block einfügen. Fupp. Und. Fupp. Und stützen unter die Schiene müssen wir auch noch bauen. Guckt mal, die hängt voll durch. Voll am Durchhängen hier, die Schiene. Ja, so. Ah ja, ich sehe schon, wir haben hier zu viel dran gebaut. Dann können wir das an sich eigentlich auch gleich weglöschen. Das brauchen wir gar nicht so viel. Hier müsste schon die richtige Stelle sein. Hier kommt die Bearing hin. Schauen wir mal. Abzählen, ob der Abstand zwischen den Schienen richtig ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Genau, der muss immer 11 Blöcke betragen. Stimmt also. Wunderschön. So, und wir haben auch nicht mehr 4 vor uns. Wir brauchen nur noch zwei dieser Segmente. Dann haben wir die Kurve gemeistert. Dann haben wir die Kurve genommen. Sozusagen. Richtig gut. Richtig nice. Und weil ich gerade die Frage gelesen habe im Chat, ob die Kurve schwer zu bauen ist, ich sag's mal so, wenn man es einmal raus hat, wie es geht, dann ist das gar nicht so schwer. Man muss halt nur erstmal den Modus Operandi finden, mit dem das am besten funktioniert. Und ich habe den jetzt mehr oder weniger gefunden. Ja, also sicher geht es bestimmt auch noch besser und schneller. Das will ich gar nicht behaupten, aber für mich passt das jetzt eigentlich. Rein von der Geschwindigkeit her. Deswegen, also, ich bin eigentlich jetzt zufrieden. So läuft das. Mit Geduld läuft sowieso immer alles am besten. So, wir brauchen 15 Grad. Ach, und der Kepu ist wieder da. Moinsen Kepu. So, Das sind jetzt hier 15 Grad. Genau, jetzt kann ich hier an der Stelle eigentlich auch schon wieder Blöcke rauslöschen. Das sieht gut aus. Ja, wenn wir hier die Bearing hinsetzen, müsste das passen. Oder das Beering. Irgendwer hatte mir auch mal geschrieben, ob es das Bearing oder die Bearing heißt. Eigentlich Beering heißt ja irgendwie auf Englisch Drehscheibe. Also müsste es theoretisch die Bearing sein. Also die Drehscheibe. So, jetzt schauen wir mal. Ähm, abzählen, abzählen, abzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7, 8, 9, 10, 11. Ah, okay. Jetzt stimmt hier irgendwas nicht. Wartet mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Ja, jetzt haben wir irgendwie hier ein Abstandsproblem. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Habe ich hier auch wirklich 15 Grad eingestellt? Ja, okay. Warum haben wir jetzt dieses Abstandsproblem? Das checke ich jetzt gerade nicht so richtig. Warum laufen die Schienen da an der Stelle so eng zusammen, dass da ein Block Unterschied entsteht? Das verstehe ich gerade nicht so. Wartet mal. Nochmal 10. Eins, zwei, drei. Wartet mal. Moment, Moment. Wir müssen erstmal die Stützen hier unten drunter aufbauen. Die werden zwar nicht den Unterschied bringen, aber... Vielleicht. Eins, zwei, drei, vier. 5 6 7 8 9 10 Äh ja, tatsächlich, wir haben eine einen Block zu wenig Abstand. Hm, aber wie kommt der zustande? Wo kommt der zustande? Warum kommt der zustande? Warum verjüngt sich die Schiene da um einen Block? Weil hier wahrscheinlich die Drehung so stark eingestellt ist. Das ist Moment, da muss ich mal gucken, welche Drehung ist das? Drehung Nummer 5. Mal gucken, welchen Wert die hier auf der Seite hat. Die Drehung Nummer 5 hat den Wert 16. Aha. Ah, es sind immer... Ah, wartet mal, wartet mal. Dann müssen wir da mal was kompensieren. Dann geben wir hier einfach mal 2 Grad mehr. Bei unserer Drehung 5 auf dieser Seite. Und jetzt müsste es eigentlich schon wieder passen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, fast. Wir machen jetzt einfach mal so weiter. Wir, wir nehmen jetzt einfach mal diesen Wert. Das ist jetzt auf der richtigen Höhe. Moment, da muss ich nochmal schauen. Ja. Okay, gut. Ja, ja, okay. Dann müssen wir das wegmachen, das wegmachen und die Bearing hier hinsetzen. Block oben drauf. Und 16 Blöcke hierhin. Na, komm schon. Da. Moment mal, jetzt muss ich nochmal muss noch mal den Abstand hier nehmen. Irgendwas, ich muss ich muss noch mal ganz sicher sein. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ja, doch, es, es geht gerade so. Es ist ein bisschen enger hier an der Stelle, aber das sollte hoffentlich kein Problem sein. Mal schauen, wir kriegen das schon hin. Ähm, so. Machen wir mal lieber hier die, die Kurve fertig. Hier ist die Bearing, die letzte, letzte Drehscheibe. Mann, ist die weit weg vom Controller. Und da habe ich den Controller nun schon ein bisschen weiter nach vorne gesetzt. Heftig. So, genau. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt noch ineinander passt alles. Aber eigentlich müsste die jetzt ja auch einen, einen 90-Grad-Winkel haben. Ja, das sieht aber gut aus. Guckt mal. Moment. Kürzen wir das mal. Und hier noch die, den unteren Teil der Schiene, der die Räder festhält. So, genau. Und jetzt Abstand messen. Das ist ganz wichtig jetzt. An der Stelle muss es nämlich passen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, wir gehen mal 1 Grad noch dazu. Dann muss es aber passen. So. Jetzt müssten es genau 15 Blöcke dazwischen sein. Äh, 11 Blöcke meine ich natürlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah Scheiße, das habe ich nicht erzählt. Ha! <laughs> Nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jawohl! Passt, wackelt und hat Luft. So. Genau. Wunderbar. So sehen Kurven aus. Schalalalala. So sehen Kurven aus. Schalalalalala. <laughs> Juhu. So, wir können das jetzt gleich mal testen: die neue Kurve. Ob wir die neue Kurve auch kriegen mit dem Zug. Da bin ich jetzt eigentlich mal sehr gespannt drauf. Ob das funktioniert. Ob das wirklich so funktioniert. Dazu müssen wir jetzt natürlich hier erstmal die Blöcke entsprechend setzen für die Kurve. So, beziehungsweise für die Schiene, die dahinter noch kommt. Damit der Zug auch Platz hat. Da noch ein Stück drauf zu fahren, aus der Kurve raus. Ja, obwohl, guckt mal, hier an der Stelle macht es vielleicht einen sehr bedenklichen Knick. Meine, das könnte man hier wirklich noch optimieren. Ja, wir sehen das hier. Da, da knickt das so ein bisschen weg. Theoretisch könnte man hier an der Stelle die Schiene noch ein bisschen kürzen. Dann hätte man diesen Knick hier. De das können wir noch machen. Das müssen wir jetzt wirklich noch machen. Den Knick, der Knick, der ist wirklich hässlich. Den will ich da nicht drinne haben. Der Knick ist sehr hässlich. Huch, haha, ich habe die Schiene abgekattet. Ich <laughs> meine, man könnte natürlich auch. Man könnte natürlich auch jene Drehung nicht von hier ansetzen, sondern von hier. Aber das macht keinen Sinn, ne? Macht das Sinn? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das macht gar keinen Sinn. <laughs> so, wir kürzen das nochmal um einen Block. So, setzen die Bearing dahin block oben drauf. Das muss nämlich alles wirklich möglichst korrekt sein. Weil wenn die Schiene da nämlich an der Stelle eng zusammenläuft, bedeutet das, dass der Zug eingequetscht wird. Ja, zwar nur minimal, aber das kann sich auch durchaus negativ auswirken, deswegen sollten wir das möglichst verhindern an der Stelle. 15 Grad So jetzt bin ich mal gespannt. Müsste das theoretisch besser passen? Jawoll, guckt euch das mal an. Viel besser. Aber es ist immer noch ein leichter Knick drinne, den wir verhindern könnten, wenn wir hier jetzt tatsächlich den Block noch einmal kürzen. Nur noch einmal, nur noch. Ich verspreche es, nur noch einmal kürzen. Nur noch einmal einkürzen. Vielleicht sollte ich lieber von der Seite hier löschen, weil sonst fällt das ganze Ding wieder runter nur einmal kürzen noch. So. Genau. Ist wie beim Friseur. Ja, der Friseur, der macht ja auch immer so kleine Feinheitskürzungen noch, ja, damit die Frisur vernünftig aussieht und so ungefähr ist das hier auch. Und ja, ich habe gerade den Bau einer Eisenbahnschienenkurve mit dem Frisieren von Haaren verglichen. <laughs> Ein interessanter, aber auch irgendwie treffender Vergleich. So. Bau mal eine Weiche. Genau. Ich, ich bin gerade mal in der Lage, eine Kurve zu bauen. Und äh, dann wird gleich wieder eine Weiche verlangt. Das ist immer so. Aber, ja, mal schauen. Weichen kriegen wir auch noch irgendwann hin. Irgendwann in 3.333.333 ,333 Folgen. Ihr könnt mitten zählen. Ja? Ihr könnt wirklich nachzählen. Es sind bestimmt genauso viele. Guckt mal, hier reicht jetzt schon wieder der Winkel nicht. Da müssen wir den Winkel wieder etwas. Ne, Moment, den müssen wir reduzieren, sehe ich gerade, oder? Den Winkel, wenn wir den mal auf 14 stellen, ja, so passt es. Guckt mal. Jetzt haben wir diesen hässlichen Knick auch nicht mehr in der Schiene. Wunderschön. So, dann brauchen wir hier noch die die Auflagefläche sozusagen. Fupp. und fup. Genau. Du schaffst das Spiel mehr, wir glauben an dich. <laughs> ja, super. Das dauert dann mindestens 10 Stunden. Genau, die Weiche dauert mindestens 10 Stunden. Die Zeit, die kann auch gerne gestoppt werden von jemandem. Ich meine, eigentlich wird sie ja von mir gestoppt, die Zeit. So, wir verlängern hier mal noch die Schiene ein kleines bisschen. Und gleich kommt der Moment. Gleich, gleich kommt der Moment. Gleich können wir die neue Kurve testen. Also richtig testen mit Zug und allem. Ich bin gespannt. Ich bin mir sicher, das funktioniert jetzt besser als beim ersten Mal. Und es wird auch schon wieder so leicht, leicht unperformant, aber egal. <laughs> so. Gehen wir mal hier rein. Ein Moment. Vorne reinsteigen beim Fahrermensch, nicht hinten. Flu So, Stromabnehmer ausfahren. Lala. Rauszumen. Und dann geht's los. Volldampf voraus. Das ist übrigens volle Geschwindigkeit, nur so. Oh, jetzt leckt es. Es leckt. Oh, oh, oh. Muss aufpassen, sich da nicht aus den, aus den Schienen rausrolle. Oh. oh, 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 ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho. Wie es ruckelt, ey. Das ist traurig. Das ist so traurig, dass Scrap Mechanics so eine scheiß Performance hat. Das ist wirklich echt traurig. Es klappt aber schon besser mit dem Reinfahren. Dadurch, dass jetzt die Performance so einbricht, wirkt das ein bisschen langsam. Obwohl. Ah! Ah, 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 ah nein, wir sind rausgefallen. Scheiße, wir sind rausgerutscht aus den Schienen. Das ist echt nicht so einfach. Ich muss langsamer in die Schiene fahren. Also in die Kurve, meine ich. Boah, wow. warum ruckelt das jetzt so? Das hat doch vorher auch nicht so geruckelt. Bei der ersten Kurve hat das so, ging das doch so auch flüssiger. Ich hasse das. Ich hasse das. Diese Performance in dem Spiel, die ruiniert einem so vieles. Die ruiniert einem jedes zweite Bauwerk. Es ist echt ätzend. Es ist so ätzend. Ja, das darf echt nicht wahr sein. Das ist so beschissen. Guckt euch das an. Die Performance ist so mies. Und ich betone mal an der Stelle, ja, der einzige Unterschied, der jetzt hier zwischen dieser Schiene und der Schiene, die wir vorher hatten, also der Kurve, der Kurve, die wir vorher hatten, ist, dass wir die Segmente verlängert haben. Mehr haben wir nicht gemacht. Es sind immer noch genauso viele Bearings, genauso viele, genau dieselben Gradzahlen sind es eigentlich auch. Es ist derselbe Zug. Der einzige Unterschied ist einfach, ja. Es, es, es sind einfach längere Segmente dazwischen. Und da sieht man mal, wie beschissen dieses Spiel optimiert ist. Ja? Übrigens, der Rechner ist auch immer noch derselbe. Ja, nur mal so. Dieses Spiel ist so schlecht optimiert, das ist der Wahnsinn. Es ist sehr ärgerlich. Das muss man echt mal so sagen. Es ist echt richtig ärgerlich. Das versaut einem echt je, jedes jedes Element an dem Spiel versaut einem das. Aber ich hab. Ich hab noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee, wie wir das wahrscheinlich noch retten können. Und zwar will ich euch das kurz mal demonstrieren. Ich werde folgendes tun. Ich werde diese Bearings hier und diese Seite von der Schiene werde ich löschen. Ja, komplett. Werde ich komplett weglöschen. Und werde versuchen, die Segmente auf dieser Seite einfach nach hier drüben zu verlängern und dann hier oben hochzuziehen. Ja, das war quasi nur noch. Ja, wie viel Drehungen sind das dann? Sechs Drehungen haben wir dann nur noch. Sechs Bearings. Also wir halbieren damit sozusagen die Anzahl der notwendigen Bearings. Und das ist, glaube ich, die Maßnahme, die diese Kurve noch retten kann. Ansonsten fällt mir nichts ein, was wir noch probieren könnten, um die Performance an der Stelle zu stabilisieren. Ja. Ist halt leider so eine Sache. Okay, aber ich würde sagen, an der Stelle. Ist auch schon wieder die Folge zu Ende. Die Verbesserung dieser Schiene, die weitere Verbesserung dieser Schiene, oder beziehungsweise dieser Kurve. Warum sage ich mal, verwechseln ich Schiene und Kurve in letzter Zeit? Das ist auch sehr interessant. Egal. Ähm, das sehen wir auf jeden Fall dann in der nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis dann, ciao, ciao.